you can hit the dance floor now. Was geht, meine Lieben? Ein herzliches Willkommen zu Busted Core Records. Mein Name ist Dustin mit einer kleinen Erkältung. Ich freue mich, heute Abend Ihr Host sein zu dürfen. Freunde, wir schauen uns heute keine Angelina Jordan an. Wir schauen uns heute einen offiziellen Musikclip an zu dem neuen Hardcore Never Dies Film. Nach ungefähr 13 Jahren nach New Kids, nach dem ersten Film von New Kids, der natürlich auch das Thema Hardcore und Gabba so ein bisschen behandelt hat, natürlich es ins Lächerliche gezogen hat, weil es mehr oder weniger eine Satire war, gibt es jetzt nun einen neuen Film über Hardcore. Hardcore Never Dies. Dieser Film ist tatsächlich bisher noch nicht in Deutschland im Kino gelaufen. Ich hoffe, der Film wird noch kommen. Bisher gibt es ihn wirklich nur auf Holländisch oder auf Niederländisch in den Niederlanden in den Kinos zu schauen. Wie ihr alle wisst, die Leute, die mich schon länger verfolgen, ich höre sehr gerne Hardcore und Gabba-Musik, also elektronische Tanzmusik. Das ist genau mein Ding. Und deswegen schauen wir uns heute an von Paul Elstak und Jordi Dixhorn. Ich kann kein Niederländisch, Freunde. Ich verstehe einiges, aber sprechen kann ich es nicht. So, da ich meine, ich wohne zwar an der Grenze, aber ja, Schande über mich. Und wie immer natürlich, meine lieben Freunde, wenn euch dieses Video gefallen sollte oder dieses Lied, dann geht doch gerne bei den Künstlern auf die Seite, lasst denen ein Abo und einen netten Kommentar da. Alles ist sowieso unten verlinkt in der Infobox, wie immer. Ihr könnt natürlich auch gerne bei mir einen Daumen da lassen. Abonniert meinen Channel, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt aber rein ins Video. Hardcore Never Dies. Let's go. Also Freunde, ich warne euch jetzt schon mal vor, ich werde wahrscheinlich öfters anhalten müssen. Mit Paul Elstak, Lieder und Musik und Videos ist es manchmal so ein bisschen schwierig, wegen den Lizenzen, Copyright etc. Aber ich werde versuchen, es hochzuladen, in der Hoffnung, dass es nicht gesperrt wird. Drückt mir die Daumen. Also wenn ihr das seht, Mission erfolgreich. Direkt schon zu Beginn muss ich sagen, geiler Oldschool-Bass. Genau das, was Hardcore eigentlich ausmacht und nicht dieses Geschreddere von heutzutage, was schon beinahe Industrial oder Schranz ist. So, und dann im Hintergrund die Melodien und so, ja, das weckt Party-Erinnerungen oder Party-Lust. Ja, Mann. Mega, Freunde, mega. Ich bin begeistert. Ich bin so begeistert. Ich hoffe, das Lied wird demnächst auf Party gespielt. Ich gehe mal sehr stark davon aus, sehr wahrscheinlich bei einem Paul Elstak-Set. Aber ja. Also es macht schon ordentlich was her. Man kennt es gar nicht, dass Paul Elstak noch solche Mucke macht. Er ist ja sehr kommerz und weich geworden so. Gefällt mir sehr, sehr sogar. Einschläge. Vanavond verbind ik, vanavond al link ik. De kaken aan elkaar wanneer de ecstasy inkikt. De benen zijn lichtjes, de pupillen te groot. Staat bekend als een papi, lokale dorpsidioot. Mengen door het publiek, de stijl is antiek. Let op je eigen en bemoei niet, kan niet tegen kritiek. Ik kom altijd... Oh, Freunde, da kommt eine sehr, sehr schöne oldschool Rotterdam Thunderdome-Vibe-mäßige Musik. Los geht's. Die Body Shit heeft in ieder gemeen. Oh, ja. De hele nacht er één nog voor me. Die stad is van ons, en dat weet je. Misschien begrijp je me niet, dit is mijn leven. Ik voel die bas in mijn kop 24-7. Das habe ich verstanden. Ja. Ja. Oh.
Okay, also jetzt gerät der Hardcore ein klein wenig aus den Fugen in Richtung Abtempo, auch für die neuen Leute, gefällt mir gar nicht. Lass doch den alten Bass, mein Freund. Lass doch den Early Bass. Ich komm morgen vroeg in de ochtend, loop ik naar huis. De pupillen zijn groot, ik zweet de alcohol eruit. Na, wer kennt solche Abende? Wer kennt solche Abende? Dann weiß man, es war gut. De dag is voor jullie, maar die nacht is van ons. In bed met mijn meisjes, kijk me aan met een frons. Probeer je te bellen, je teller stond uit. Het was weer zo'n avond, ik ging weer door het geluid. Kan me amper bewegen, zweet ik van het plafond. De dag is voor jullie, maar die nacht is van ons. Ja. Ich komm heute dann. Meine Freunde, was für ein grandioses, gutes Lied. Die zweite Hälfte hat mir nicht so sehr zugesagt. Es war natürlich ein bisschen Geschreddere dabei. Aber es muss ja auch für jeden was dabei sein. Außerdem finde ich, hat es auch ganz gut, so diese verschiedenen Basstöne und Styles im Hardcore generell in ein Lied zusammengepackt. Also von daher, ein Konzept war ja schon dahinter. Also halb so wild, gibt schlimmere Lieder. Freunde, ich habe Bock auf den Film bekommen und vor allen Dingen habe ich Bock auf Party bekommen. Die ganzen Ausschnitte ist quasi genauso, wie wenn du es mit deinem eigenen Auge siehst auf Party. Ne? Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Paul Elstak mit Jordi oder Jordi Dickshorn. Ich werde es falsch aussprechen, ich bin mir sicher. Freunde, das war's mit dem heutigen Video, mit dieser Reaction. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst doch gerne eure Kommentare, eure Meinung zu diesem Lied unten in der Sektion da. Denn ich persönlich bin sehr überrascht davon, dass Paul Elstak auch mal wieder ein bisschen was Härteres macht. Es gefällt mir sehr. Hat mir lang nicht mehr. Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Bis dahin. Haut rein.